Warte Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder, Ole, und heute zeige ich euch 5 Tipps, wie ihr euer Auto winterfest machen könnt und wie ihr, wenn ihr Autofahrer seid, für die kalte Jahreszeit besser gerüstet seid. Los geht's! Also erstmal grundsätzlich ist es wichtig, die Scheinwerferreinigungsanlage, wenn ihr Xenonlicht habt, beziehungsweise die Reinigungsanlage für die Windschutzscheibe mit entsprechender Flüssigkeit zu füllen. Im Sommer reicht da destilliertes Wasser aus. Hier ganz normal, gut und günstig destilliertes Wasser reicht vollkommen aus. Geht einfach nur darum, dass gerade wenn ihr in Regionen lebt, wo das Leitungswasser sehr kalkhaltig ist, das kann dazu führen, dass die Düsen und auch die Pumpen, die das Wasser durch die Leitung pumpen, verkalken. Das heißt, die gehen früher oder später kaputt, wäre nicht gut. Außerdem kriegt ihr hässliche Wasserflecken auf dem Auto. Auch im Sommer muss nicht sein. Im Winter würde ich auf jeden Fall etwas Frostschutz damit reinkippen. Das ist halt einfach, da ist eine Alkoholart drin, die das Ganze etwas temperaturbeständiger macht, gerade wenn es kalt wird. Zweiter Tipp ist, sowas hier im Auto zu haben. Das Enteiserspray. Das hier ist einfach irgendein billiges, reicht vollkommen aus. Ist quasi was ähnliches wie auch das, was ihr in eure Scheibenreinigungsanlage kippt. Macht genau das gleiche, ist ganz praktisch, gerade wenn man morgens zur Arbeit fährt, eben aus dem Kofferraum nehmen oder aus dem Innenraum kurz einmal über die Windschutzscheibe und eben über die Seitenscheiben und auch die Spiegel, wenn es erforderlich ist, sofern ihr keine beheizbaren Außenspiegel habt. Einfach drüber sprühen, reinsetzen ins Auto, anmachen und nach ein paar Sekunden habt ihr schon freie Fahrt. Eine andere Alternative dazu wäre einfach eine Wolldecke zu nehmen zum Beispiel, oder es gibt auch solche speziellen Planen mit Aluminiumfolie und Luftpolsterfolie, so ein Gemisch. Die haben auch noch solche Lappen an der Seite, die kann man in der Fahrer- und Beifahrertür einklemmen, damit, wenn es etwas windiger ist zum Beispiel, das ganze Ding nicht wegfliegt. Natürlich muss man dabei bedenken, da werden die Türdichtungen vielleicht etwas mit in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen mein nächster Tipp. Das hier. Das ist ein Vaseline-Stift, so ähnlich wie ein Labello im Prinzip. So sieht das Ganze aus. Das hat den großen Vorteil, dass die Türdichtung und auch die Dichtung von Kofferraum und auch von der Motorhaube schön geschmeidig bleiben. Die reißen nicht ein, gerade bei älteren Autos sehr zu empfehlen. Damit sorgt ihr dafür, dass das Auto dicht bleibt und die Dichtungen nicht abreißen oder porös werden. Gerade in den Bereichen, wo man öfter die Türen schließt oder öffnet. Sehr zu empfehlen. Einfach nur einreiben damit, wie ein Labello. Dann noch ein Tipp zum Lackschutz. Das hier ist der Sonax Brilliant Shine Detailer. Den benutze ich je nachdem nach 5 bis 10 Autowäschen ungefähr. Damit einfach das Auto einreiben, Fläche für Fläche und rückstandslos. Also natürlich nach dem Waschen mit einem sauberen Lappen. Da steht hier aber auch drauf die Anwendung. Kann ich aber auch nochmal in einem separaten Video zeigen, wie das geht. Auftragen, mit einem sauberen Lappen rückstandsfrei entfernen wieder und dann ist das Auto für die nächsten paar Wäschen gut gewachst und eben auch geschützt vor äußeren Einflüssen, zum Beispiel im Sommer vor Harzrückständen, beispielsweise von Bäumen oder vor irgendwelchen Blüten oder auch vor Vogelscheiße oder im Winter eben vor Streusalz beispielsweise oder vor anderem Dreck, der eben so auf der Straße rumliegt, den man aufwirbelt und der gerade in den unteren Bereichen des Autos an den Radläufen und an den Kotflügeln eben hängen bleibt. Das Ganze hat den Vorteil, dass wenn man das regelmäßig drauf macht, der Dreck überhaupt nicht doll auf dem Lack haften bleibt. Das heißt, man hat beim nächsten Mal in der Autowäsche weniger Aufwand, den ganzen Dreck wieder abzumachen. Und natürlich zu guter Letzt ist es ganz wichtig, die richtigen Reifen drauf zu haben. Das sind jetzt gerade meine Sommerreifen, meine Winterreifen sind natürlich auf meinem Auto, wo auch sonst. Was ist beim Reifen zu beachten? Ganz klar, einmal natürlich das Profil, das genug drauf ist. Dann keine Beschädigung. Das Reifenalter ist auch ganz entscheidend. Dazu könnt ihr euch hier die Nummer angucken. Hier steht jetzt zum Beispiel, ich hoffe man kann das richtig sehen, 0318. Das bedeutet die dritte Kalenderwoche 2018. Meine Reifen sind also ungefähr 2 Jahre alt. Fast 3. Das ist wichtig, die sollten nicht älter als 7 bis 8 Jahre sein. Das ist natürlich auch so eine Philosophie, die jeder anders handhabt. Ich denke aber, 6 bis 7 Jahre ist ein Alter von einem Reifen. Dann sollte der, wenn er nicht dann schon längst verbraucht ist, auch gewechselt werden. Außerdem natürlich auch der richtige Reifenluftdruck. Dazu
entweder fahrt ihr an eine Tankstelle oder ihr benutzt, wenn ihr zu Hause einen Kompressor habt zum Beispiel, könnt ihr das natürlich auch mit der Druckpistole machen oder ihr benutzt so einen digitalen Reifenluftdruckmesser. Der zeigt euch an, wie viel Druck im Reifen ist. Ihr müsst dazu in die Betriebsanleitung gucken, da stehen die genauen Werte für die entsprechende Bereifung. Ja, das waren meine Tipps. Nochmal kurz zusammengefasst. Wischwasser auffüllen mit Frostschutz. Scheibenenteiser ins Auto legen. Da muss man eben nicht kratzen, verkratzt die Windschutzscheibe auch nicht. Alternative dazu, eine Wolldecke. Vaseline-Stift für die Türdichtung zum Schonen. Als Lackschutz sowas hier benutzen. Schützt das Auto vor Streusalz und so weiter, verhindert Rost etc. Und ich habe euch gezeigt meine Reifen. Das war's von mir, Leute. Like das Video, teilt das Video, wenn ihr wollt. Lasst einen netten Kommentar da, lasst auch keinen netten Kommentar da. Ich beantworte alle. Falls ihr Wünsche habt, irgendwelche Fragen oder Anregungen, schreibt mir in die Kommentare oder guckt euch auch meine anderen Videos an. Da habe ich noch mehr vor allem zu meinem Audi gemacht. Kommt aber auch demnächst noch mehr. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bleibt dran. Ciao.